Uralt und gigantisch riesig. Bäume, bis zu 120 Meter hoch können sie werden. Ein Meer aus grünen Blättern, die alle mit Wasser versorgt werden müssen. Aber mit welchen Tricks saugt der Baum das Wasser bis in seine Krone? Das will ich herausfinden. Und los geht's eben mit dem Wasser. So ein Baum, klar, der braucht ja Wasser. Das kriegt er aus dem Boden, über die Wurzeln bis in die Baumspitzen. Aber wie macht denn der das eigentlich, dass das da oben ankommt? Wissen wir nicht, deswegen probieren wir es aus. Zusammen mit dem Biologen Martin Freiberg. Der erkundet hier in einer einmaligen Forschungsstation die Bäume bis hinauf in die bislang wenig erforschten Wipfel. Ein 40 Meter hoher Kran hilft ihm und seinen Kollegen dabei und macht heute auch meine Experimente möglich. So. Zwei Meter, drei Meter, vier Meter. Das war's. Jetzt wieder abgesackt, oder? Wir kriegen das Wasser nicht hier hoch. Woran liegt das? Ja, wir haben ja letztendlich an der Luft gesaugt und gar nicht so sehr am Wasser. Und genau das scheint der Baum anders zu machen. In unserem Schlauch war ja jede Menge Luft. Saugt man die aus dem Schlauch raus, herrscht innen im Schlauch ein geringerer Luftdruck als außen. Der höhere Außenluftdruck drückt dann das Wasser in den Schlauch rein. Diese Druckkraft hat aber ihre Grenzen, denn irgendwann wird die Wassersäule einfach zu schwer, um weiterzusteigen, egal wie fest man saugt. Komm, wir fahren noch mal ein bisschen höher, gucken uns die Baumwipfel hier noch mal aus der Nähe an. Ich meine, die Bäume müssen das Wasser da hochkriegen. Mensch, das sieht echt toll aus. Und da wird mal klar, ich meine, so ein Baum hat bis in den letzten Ast, hat der Blätter, überall ist Flüssigkeit drin, das Wasser ist hier oben. Aber wie kriegt das hoch? Um das Geheimnis der Bäume doch noch zu lüften, starten wir unser Experiment Nummer 2. Das soll zeigen, ob der Baum innen im Stamm überhaupt so etwas wie Schläuche hat, durch die das Wasser nach oben steigt. Dafür füllt Martin eine Schüssel mit Wasser und ein bisschen Spülmittel. Damit soll ich rauskriegen, ob sich in diesem Stück Baumstamm wirklich durchgängige Wasserleitungen befinden. Wie können wir das am besten nachweisen, wenn wir hier so eine Seifenlösung haben? Einfach mal durchpusten. Durchpusten? Durch den Baumstamm? Durch den ganzen Stamm durchpusten. Das ist natürlich cool. Ja, man muss schon richtig pusten. Ich habe jetzt durch einen Baumstamm hindurch eine Seifenblase gepustet. Ja. Wer kann sowas von sich behaupten? Das ist ja der Hammer. Also jetzt haben wir auf jeden Fall bewiesen, so ein Baumstamm, der hat sowas wie kleine Schläuche innen drin. Aber wie kriegt das Wasser hoch? Er kann ja nicht saugen, er kann es ja nicht hochsaugen. Mhm. Da sind verschiedene Effekte. Und bei einem Effekt, da braucht der Baum erstmal überhaupt gar keine Energie aufzuwenden. Dafür müssen die Leitungen aber viel dünner sein als der Schlauch vorhin. Mindestens so dünn wie diese Glasröhrchen, die Martin zu einem Mini-Baumstamm verbunden hat. Für unser Experiment Nummer 3. Damit man was sieht, färben wir das Wasser rot. Gucken wir mal, was passiert. Stell's mal rein. Also wäre jetzt sowas wie der Erdboden mit Wasser und der Baumstamm im Boden. Mhm. Ich stell ihn rein. Hey! Weißt du? Da passiert was. Das Wasser steigt. Einfach so. Das funktioniert, weil die winzigen Teilchen, aus denen Wasser besteht, zwei besondere Eigenschaften haben. Erstens, sie haften an festen Oberflächen und klettern sogar ein wenig an ihnen nach oben. Zum Beispiel, wenn sie auf den Rand von einem Gefäß stoßen. Zweitens ziehen sich die Wassermoleküle gegenseitig an. Das zeigt sich auch hier. Das Wasser fällt nicht einfach runter, sondern bildet erstmal einen Tropfen aus vielen Millionen Molekülen, die sich aneinanderklammern, bis ihr Gewicht sie schließlich gemeinsam nach unten zieht. In Rohrleitungen wie denen im Baum klettern also erstens einige Wasserteilchen innen am Rand hoch und ziehen zweitens weitere mit nach oben. Umso dünner das Röhrchen, desto höher. Das ist der sogenannte Kapillareffekt. Das Wasser steigt von ganz allein. Aber das alleine reicht nicht, damit der Baum Wasser bis nach oben kriegt. Da muss er schon ein bisschen mehr sich einfallen lassen. Und was genau, das haben wir jetzt hier mal nachgestellt. Guck mal, das ist jetzt quasi sowas wie hier so eine Ader in einem Baum, ne? Genau, eine Ader. Ja, das wären jetzt die Wurzeln da unten. Ja. Das ist die Ader im Baum und oben, logisch, ein Baum hat oben Blätter. Und da passiert ja was oben mit den Blättern, ne? Ja, die Bäume schwitzen tagsüber, genau wie wir. Ja, und das Wasser muss weg. Ja, also sie verlieren Wasser über die Blätter. Über die Blätter, wenn die Sonne scheint. Und das können wir nachstellen jetzt mal hier mit diesem Sprühkopf. So, und jetzt guckt mal, was unten passiert, wenn ich oben den Sprühkopf betätige, also wenn Wasser quasi über die Blätter entweicht. So.
Wir hatten ja vorher schon klares Wasser in der Leitung drin. Wie beim Baum ist das ja auch so, die Leitungen sind ja voll mit Wasser. Wenn ich jetzt hier pumpe, also die Blätter schwitzen, dann wird das Wasser einfach nachgesogen quasi. Ne? Oben geht Wasser weg und dann kann das Wasser nicht anders, es muss unten nachkommen. Und das ist der Effekt, der wichtig ist für einen Baum. Genau, das ist das, was wir als Wissenschaftler als Transpirationssog bezeichnen. Bei der Transpiration verdunstet Wasser, ähnlich wie beim Kochen. Die Wassermoleküle steigen auf und verteilen sich lose in der Luft. Verdunstet das Wasser aus dem Baum nun auf diese Weise, entsteht in den Blättern Platz für neues Wasser und damit beginnt der Transpirationssog. Für jedes Wassermolekül, das entweicht, drückt eins nach und zieht weitere mit hoch. So steigt das Wasser von der Wurzel bis in den Wipfel. Ja, und durch diesen Effekt kann der Baum dann eben das Wasser bis ganz nach oben transportieren. Ja, was meinst du denn, wie hoch ganz oben ist? Naja, so hoch wie ein Baum halt ist. Also bis zur Baumspitze. Ich weiß nicht, wie hoch kann ein Baum werden. Ja, bei uns vielleicht 30, 35 Meter. Und die allerhöchsten Bäume, die man kennt auf unserem Planeten, die gibt es in Nordamerika. Ja, da gibt es einen Baum, der ist tatsächlich 117 Meter hoch. Und bei 120 Meter weiß man auch, ist physikalisch Schluss. Höher kann ein Baum prinzipiell nicht werden. Aber bis zu der Höhe funktioniert das alles. Ein ausgeklügeltes System, was der Baum da entwickelt hat. Und das nutzt ja nicht nur den Baum, sondern auch uns Menschen. Denn ohne Wasser in den Blättern keine Photosynthese. Die Photosynthese ist einer der wichtigsten biochemischen Vorgänge auf der Erde, der uns Menschen Atemluft verschafft. Wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert, klickt einfach hier. Und wenn ihr mir erzählen wollt, ob ihr in eurer Freizeit auch gerne im Wald unterwegs seid, tippt's mir einfach in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann habe ich euch hier die ganze Sendung verlinkt.